Horst Günther Ludolf wurde hier am Freitag in Urbach beigesetzt, in einem ganz kleinen Kreis. Heute am Samstag können die Fans von ihm Abschied nehmen und ich schaue mir das Ganze mal an. Familie Breuer ist eine der ersten, die am Grab auf das Abschiednehmen mit den Brüdern Manni und Uwe warten. Der Tod von Günther hatte die Mutter und die Tochter tief getroffen. Man dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, man glaubt das eigentlich gar nicht, was wirklich da. Erst jetzt, wo man hier steht, wird einem wirklich bewusst, was los ist. Andere Fans warten derweil auf die Brüder am Eingang des Friedhofs. Ja, er war mit einer der kultigsten der vier Brüder. Also er war der Ruhepol gewesen. Ich konnte ihm eigentlich am meisten, also ich mochte ihn sehr gerne, weil er so eine Ruhe ausgestrahlt hatte. Und er wird schon fehlen. Die Ludolfs lassen auf sich warten. Eigentlich wollten die um 13 Uhr da sein. Doch die Fans sind richtig zäh. Einige nutzen jetzt die Zeit, um sich das Grab der Eltern der Ludolfs anzuschauen. Jetzt kommen sie endlich. Doch das Abschiednehmen erfolgt unter Regieanweisung. So sorgt die neue Produktionsfirma dafür, dass für die Kamera ein perfektes Bild entsteht und Uwe und Manni alleine aussteigen. Deshalb müssen die Mitfahrer erstmal raus aus dem Wagen. Sarah, dann steig hier. Nimm mal den Manni. Manni, ich meine den anderen Manni. Anderer Manni. Manni und Manni. Okay, danke. Hallo, mein Bruder. Uwe und Manni sind jetzt da, natürlich ganz großer Presserummel und sie kommen gar nicht zum Grab durch. Mit 10.000 Fans hatte man gerechnet. Tatsächlich sind rund 200 erschienen. Manni und Uwe sprechen mit jedem persönlich. Auf dem Weg zum Grab bleiben sie immer wieder stehen und nehmen Beileidsbekundungen entgegen. Die Fans kommen hier als Familie, als Freunde, dann ist es keine Anstrengung, dann ist es verdammt schön. Ich finde es gut, dass hier jetzt so viele gekommen sind. Nicht nur in meinem Namen, danke ich, auch wenn das Herr Günther steht hier und hier neben uns als Geist steht, danke schön, auch von uns. Anstrengend ist das nicht. Ich bleibe auch so lange hier, bis sich jeder hier verabschiedet hat von Günther und von mir. Und das ist keine Anstrengung. Ich finde es so schön. Und ich finde es schön, dass ihr gekommen seid. Das ist für mich keine Anstrengung. 0,0. Und auch danke, dass du gekommen bist. Freunde, Fernsehfreunde sind das für mich. Seit dem ersten Tag an habe ich die geliebt und gemocht, weil sie so sind, wie sie halt, wie jeder normale Bürger. Ich bin sehr traurig. Alle geweint zu Hause Montag, wo wir das erfahren haben. Das ist ganz, ganz schlimm. So liebe Menschen, dass das die trifft. Ich bin leer. Ich fahre auch in 2 Wochen wieder her auf seinen Geburtstag. Ich habe vor 2 Wochen noch einen Brief gekriegt vom Peter, weil ich ihm ein riesen Nutella-Glas geschickt habe. Da hat er zurückgeschrieben, danke für das schöne Geschenk. Und habe noch mit der Felge war ich noch vor 3 Monaten da. Da hat der Günther noch drauf unterschrieben. Es ist traurig. Es ist schlimm. Ich will nur, dass er weitermachen. Dafür sind wir Fans und Freunde da. Dass sie immer weitermachen, weil es gehört schon zu meinem Leben. Mittags, abends Fernsehen gucken, das ist so. Der Produktionsfirma dauern die persönlichen Gespräche wohl ein bisschen zu lang. Und ja, jetzt soll Uwe mal zu Manni gehen und dann ans Grab. Der Manni möchte gerne ans Grab. Das ist schwer, ich weiß. Habt ihr ein strenges Regiebuch für heute? Gar nichts, nee. Tut mir leid, echt ohne Witz. Den Fans ist die Inszenierung irgendwie egal. Sie sind froh, dass sie die Ludolfs mal live gesehen haben.
ist schon traurig, dass einer fehlt, aber ich bin auch froh, den mal live zu sehen. Also war schön. Vor allem das erste Mal persönlich gesehen und war schon gut.